Hallo zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Dave und heute zeige ich euch Teil 2 meiner Schiel-OP-Dokumentation. Aber bevor ihr das Video guckt, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, die Glocke aktiviert, das Video liked und danach gerne in die Kommentare schreibt. Aber nun geht's erstmal los. Ja, wie ihr im ersten Teil jetzt schon sehen konntet, ist das Ganze für mich eine echt krasse Herzensangelegenheit und eine Sache, mit der ich schon viele Jahre zu kämpfen hatte. Dementsprechend hoch war der Wunsch für mich nach Normalität und ich habe echt große Hoffnung in diese OP gesetzt. Ja, so ging es dann also einen Tag vor OP-Termin am 16.03.2023 Richtung Krankenhaus. Allerdings hat auch ein bisschen Nervosität mit reingespielt, denn ich hatte nicht nur das Gewissen, jetzt ins Krankenhaus zu gehen und morgen eine wichtige Operation vor mir zu haben. Nein, ich musste mich gleichzeitig auch noch von meinem Schutzengel verabschieden. Denn die Zeit, in der wir uns beinahe täglich sehen, ging nun zu Ende. Und das war für mich ein echt harter Brocken, der die ganze Sache natürlich emotional zusätzlich ganz schön erschwert hat. Die Aufnahme absolvierten wir dann also noch gemeinsam, mein Schutzengel und ich. Und ja, Blutabnahme, Narkosearzt und Co., was man eben alles so macht, wenn man dann in der Klinik aufgenommen wird. Ich war auch noch recht locker drauf, habe noch den einen oder anderen witzigen Spruch gebracht und die Stimmung ein bisschen aufgelockert. Aber als es dann soweit war, dass ich meinen Schutzengel verabschieden musste, das war emotional ganz schön hart für mich. Zu der Zeit musste ich übrigens schon mit einer vom Arzt selbst gebastelten Brille rumlaufen. Das war so eine Brille mit so komischen Gläsern, die meinen Schielwinkel genau bemessen soll. Allerdings kann ich euch sagen, mit dieser Brille rumzulaufen war eher so wie blinde Kuh und Topf schlagen. Ein bisschen Hoffnung hatte ich, dass ich mein Zimmer für mich alleine hätte. Doch, ich hatte einen Zimmerkollegen. Doch mein großes Glück war, dass mein Zimmerkollege ein echt lieber Mensch war. Naja, und so ging ich gegen 23 Uhr nochmal eine rauchen, guckte in die Sterne und war eigentlich ganz schön traurig. Aber was soll's, der Fokus nach vorn. Und ja, die OP rückte ja nun auch immer näher. Ich konnte nachts gar nicht wirklich schlafen. Ich war emotional total aufgewühlt, die Angst wurde immer schlimmer, die Gewissheit, dass ich bald operiert werde, die kam eigentlich auch immer präsenter in meinen Kopf. Es war eine echt schwierige Situation. Der Morgen verlief dann noch relativ normal. Ich durfte ja nichts essen, also bekam ich noch einen kleinen Minischluck Wasser, weil ich ja meine Medikamente nehmen musste. Und dann hieß es eigentlich nur warten, warten, warten. Irgendwann gegen 13 Uhr müsste es gewesen sein, wurde ich dann endlich von den Schwestern und den Pflegern erlöst und mein Bett wurde rausgeholt. Dann ging es endlich Richtung OP-Termin. Als ich aufwachte, wollte ich so schnell wie möglich meine Augen aufmachen und einfach nur aufstehen. Aber das ging irgendwie nicht. Ich hatte totale Schmerzen. Ich wollte an mein Handy, ich wollte eine rauchen. Es ging nichts. Wenn ich nicht so einen tollen Zimmerkollegen gehabt hätte, dann wäre das alles enorm schwer geworden. Nach Kaffee und Zigarette wurde ich dann auch langsam wieder etwas menschlicher. Und die Schmerzen ließen etwas nach, nachdem ich dann nochmal ein Medikament bekommen habe. Aber wackelig auf den Beinen war ich trotzdem. Ich sollte mich also schon viel liegen, liegen, liegen. So konnte ich dann nach dem Frühstück zum Arzt gehen und zur Untersuchung. Der nahm diese Augenklappe ab, die ich dann fortlaufend öfter trug. Und ich hatte ganz schön Probleme, das Auge aufzukriegen. Aber der Arzt war soweit zufrieden und sagte, ich durfte noch heute nach Hause. Das hat mich zwar auf der einen Seite gefreut, auf der anderen Seite, wie würde das jetzt zu Hause nur werden? Ja, und dann begann eigentlich der Heilungsverlauf zu Hause. Und wie das alles abgelaufen ist, ja, das zeige ich euch jetzt in einer kleinen Dokumentation.
Heute ist Sonntag. Ich bin schon zu Hause und meine Schieloperation ist jetzt 2 Tage her. Ich erspare euch jetzt mal den Anblick. Ja, ich habe auch noch teilweise Schmerzen. Das Auge an sich ist halt noch sehr entzündet. Habe Probleme mit der Salbe, wo ich Hilfe brauche beim Auftragen von anderen. Ich hoffe noch, dass ich noch Augentropfen bekomme, weil ich glaube, dass das die ganze Sache einfacher machen würde. Der Tag der OP verlief sehr chaotisch. Zug vom Rauchen, das ewige Warten. Die Angst wurde von Stunde zu Stunde immer extremer. Gegen 13 Uhr wurde ich dann operiert endlich oder in den OP geholt. Mein eigentlicher OP-Termin war 10.30 Uhr. Ja, die OP habe ich dann gut überstanden. Habe allerdings bei der OP mehrfach aufgehört zu atmen, wie ich dann später noch erfahren habe. Also nicht so cool. Hat dann doch geholfen, dass ein paar Menschen in Gedanken bei mir waren. Gestern dann entlassen worden, also am Samstag. Bin sehr bettlägerisch, für mich auch ausgelaugt, also vom Kopf auch. Und K.O. von den emotionalen Strapazen der letzten Tage. Ja, ich habe im Krankenhaus selbst nicht viel schlafen. Ich denk mal, lag naja, zum Ehen halt an der fremden Umgebung, denn an der ganzen Angst. Ey, ich hab's durchgezogen. Ich hab's gemacht. Jetzt hoffen wir einfach ganz, ganz doll, dass das schnell verheilt, gut verheilt und das Ergebnis von der OP dann auch zufriedenstellend ist. Ich bin auf jeden Fall stolz, weiß ich nicht, ist vielleicht hochgegriffen, weil gerade alles noch mit Schmerz und Leid ein bisschen so zu tun hat, so. Aber was ich da durchgestanden habe wieder, puh, also das war eine absolute Reifeprüfung wieder fürs Leben. Ich hab's geschafft. In dem Sinne höre ich jetzt erstmal auf zu filmen. Wir sehen und hören uns. Hi. Ja, fällt mir schwer, den Fokus zu halten, weil das Auge halt noch von der Schwellung sozusagen ein bisschen massakriert ist, ne? Heute ist der 23. Die OP ist jetzt 6 Tage her. Ich merke halt, dass das Auge immer noch geschwollen ist, dass ich immer noch durchaus Probleme habe. So gerade beim Auftragen der Salbe, das geht ohne Hilfe gar nicht. Ja, und mein Auge tränt halt ganz doll von der Salbe und Co. Also entweder man hat das Schielen gesehen, wenn ich gerade geguckt habe und dann zur Seite so. Ja, dann ist das krass aufgefallen. Oder halt, wenn ich gerade in die Kamera geguckt habe. Mein Gehirn muss sich scheinbar auch erst dran gewöhnen, dass ich sozusagen gerade gucke oder gerade gucken kann. Weil vorher so, wenn ich gerade geguckt habe, hatte ich auf dem rechten Auge trotzdem das Gefühl, dass das irgendwie so nach rechts guckt. So, ja? Ach, ganz komisch. Ja, und ich merke halt, die Fäden halt immer noch, wenn ich jetzt mein Auge so hin und her bewege, ja. Beziehungsweise das drückt halt noch auch von der Schwellung und genau, von den Fäden und so. Aber ist schon krass. Also es fühlt sich echt cool an, so zu wissen, dass das Auge nicht mehr so, ja, macht, was das will, ja. Ich kann jetzt gerade in die Kamera gucken, ohne dabei dieses scheiß Gewissen zu haben, dass ich schiele. Ja, ist komisch auf jeden Fall und irgendwie vielleicht hätte ich trotzdem schön irgendwo. Aber ey, das ist krass. Das ist einfach krass. Ich hoffe einfach, das bleibt so, ey. Toi, toi, toi. So, jetzt schön verheilen und dann schön so bleiben. Wir sehen und hören uns die Tage bestimmt. Hallo. Jetzt ist die Operation 7 Tage her. Ich merke halt, dass mein Auge noch leicht angeschwollen ist und manchmal drückt es auch noch. Ich merke die Fäden noch im Auge. Das zieht ganz schön manchmal.
Ich muss halt viermal am Tag Tropfen nehmen, viermal am Tag Salbe nehmen. Ich muss mich erst daran gewöhnen, dass ich jetzt mich nicht mehr dafür schämen muss, gerade in die Kamera oder gerade auf einen Menschen zu gucken. Das ist tatsächlich noch eine ziemliche Umstellung, vor allen Dingen im Kopf oben. Ja, momentan darf ich mich noch nicht viel bewegen. Ich darf keine ruckartigen Bewegungen machen. Ich darf mich nicht bücken. Ich soll vor Windzug mich noch fernhalten, vor Wasser. Meine Gefühlswelt, wenn jetzt dieses Rumliegen nicht wäre und ab und zu halt auch dieses Schmerzgefühl, dann wäre natürlich besser. Aber ja, ich bin gespannt. Der Heilungsprozess läuft noch. Jetzt habe ich genug gequatscht und jetzt sage ich erstmal, time to say goodbye und bis die Tage. Hallo, Tag 9 nach der Operation. Ich dokumentiere jetzt mal wieder mit einem kleinen kurzen Video, ja, was sich so getan hat, wie es mir geht. Und man sieht natürlich auch mein Auge. Ja, wie geht's mir? Also dadurch, dass ich halt wirklich viel liegen muss und nicht wirklich viel machen kann, sieht halt jeder Tag gleich aus. Also ist schon sehr, sehr belastend, sehr ätzend und nervend. Die Fäden merke ich noch ganz doll im Auge. Mein Auge tränt durch die Salbe und Tropfen immer ganz viel. Ansonsten habe ich so das Gefühl, es wird jeden Tag ein kleines, minimales bisschen besser. Ich hoffe, dass die Heilung gut verläuft und mein Auge dann dementsprechend gut aussieht. Also bis dahin. Hi, ich gebe mal wieder eine kleine Update-Meldung. Heute sind es genau 14 Tage nach der Operation. Wie geht's mir? Also mir geht's an sich ganz gut. Also vom Auge her natürlich, man merkt noch, dass es angeschwollen ist. Ich muss halt weiterhin viel mit Tropfen und Salbe behandeln, was natürlich ja, ein bisschen nervend ist so. Mein Auge drückt nicht mehr so krass, ich merke die Fäden noch nicht mehr so schlimm. Mir geht es so ganz gut, also natürlich vom Kopf her ein bisschen gescholten, weil ich halt nur liegen kann und nicht viel machen kann. Wer mich kennt, der weiß, ich mache gerne Sport und habe gerne Hummeln im Po und gehe gerne spazieren und Co. Da muss ich halt noch ein bisschen Vorsicht walten lassen, wegen Wind und Sonne und Co. Es geht jeden Tag ein kleines Stückchen aufwärts und wir sehen und hören uns. Hallo, so 2 Wochen nach der Operation und so sieht es aktuell aus. Ist noch leicht geschwollen, muss noch mit Salbe und Tropfen behandeln, aber es wird jeden Tag ein kleines Stückchen besser. Und man sieht das Schielen nicht mehr so krass. Ich kann jetzt noch mal kurz so, dann sieht man, also war eine sehr erfolgreiche Operation scheinbar. Ja, das war meine emotionale Reise mit der Schieloperation. Wie ihr seht, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ohne Schielen macht es viel mehr Spaß, Leute in die Augen zu gucken. Ich habe übrigens symbolisch, kann man hier sehen, immer noch das Band, das ich bei der Krankenhausaufnahme bekommen habe. Das habe ich mir als Erinnerungsstück behalten. Das hat für mich jetzt ganz schön emotionalen Charakter, das Ding. Danke an meine Eltern, die sich immer um mich gekümmert haben, dann. Ja, ein Dank auch an meine Ex-Partnerin, die so freundlich war, mich mit der Salbe zu versorgen. Denn alleine habe ich das gar nicht hinbekommen. Das war ganz schön schwierig. Also danke an der Stelle. Danke auch an meine Kinder, die sich auch sehr rührend um mich gekümmert hatten, mit ihren Mitteln. Ja, danke auch an meine Familie und an meine Freunde, die sich immer bei mir gemeldet haben und gefragt haben, wie es so aussieht, wie es mir geht. Das hat mir echt viel Mut gemacht. Aber ganz besonderer Dank gilt natürlich dir, lieber Schutzengel. Ohne dich würde ich hier niemals sitzen. Ich hätte gar nicht den Mut, mit dem Schielwinkel mich hier vor die Kamera zu setzen und mein Hobby auszuleben.
Ich hätte niemals den Mut gehabt, überhaupt ins Krankenhaus zu gehen und das durchzuziehen, wenn du nicht an meiner Seite gewesen wärst. Du hast mich bei jedem Schritt und Tritt begleitet. Du hast mich moralisch unterstützt. Du hast mir so viel Kraft gegeben und so viel Energie. Und glaub mir, das werde ich dir nie im Leben vergessen. Und dafür hast du immer einen riesengroßen Platz in meinem Herzen. Ja, ich hoffe, meine kleine Doku hat euch gefallen und ihr habt jetzt einen genaueren Einblick bekommen, wie so eine Schieloperation im Grunde genommen ablaufen kann, wie die emotionale Reise dahinter war, und ihr habt mich wieder ein bisschen näher kennengelernt, beziehungsweise manche sogar neue Seiten von mir, die sie vorher nicht kannten. Wir werden uns auf jeden Fall demnächst wiedersehen, entweder zu einem Livestream oder zu einem neuen Video, denn Ideen habe ich genug. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt daran, Kanal abonnieren, liken, kommentieren und die Glocke aktivieren. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dann, euer Dave.